Servus Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht es wieder hier um das Objekt der Begierde, meinen Z4. Der habe ich jetzt nach der Motorrevision eingefahren. Ich habe mich ganz schön zusammenreißen müssen, habe jetzt 2000 Kilometer mal den halben gemacht. Ja, heute machen wir erstmal Ölwechsel. Ich nehme hier das Miguin-Öl, das ist quasi das gleiche wie Liqui-Moly. Das ist Öl bei uns aus der Region hier in Saarlouis. Ich benutze 5W40, schon seit ich den Wagen damals gekauft habe. Ursprünglich wird der mit 5W30 gefahren. Der eine oder andere kennt es wahrscheinlich, dass er einen etwas erhöhten Ölverbrauch hat. Ich bin damals auf 5W40 umgestiegen und der Ölverbrauch war somit fast kaum noch da. Jetzt nach der Revision verbraucht er sowieso kein Öl mehr. Und ihr habt mit dem 5W40 auch noch einen Puffer im unteren und oberen Temperaturbereich. Ja, beim Ölwechsel ganz klar, natürlich mit Filter. Ich benutze hier Original Mahle. Zudem bekommt der Wagen noch einen neuen Luftfilter. So, und da mir jetzt auch schon das zweite Mal die Breitbandlampe-Sonde gehimmelt ist, habe ich noch mal etwas recherchiert. Ja, und bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass dies wahrscheinlich nur noch von dem Kondenswasser herrühren kann. Beim Kaltstart produziert der Wagen ja im Krümmer- und Auspuffbereich Kondenswasser, welches bis zu 2 oder 5 Minuten nach dem Start produziert wird. Wenn das dann beim Aufheizen der Lambda-Sonde auf die Lambda-Sonde tropft, ist das wie so eine Art Abschreckung und dann wird das spiegelt sich das extrem auf der Lebensdauer wieder. Ich habe jetzt von LD Performance mir ein neues Kit bestellt. Da ist auch die neue Generation der Lambda-Sonde schon dabei, die Bosch ADV. Die kann auch etwas höhere Temperaturen, ist auch nicht mehr so empfindlich bei Wechseltemperaturen. Das Ganze wird hier über ein digitales Display angezeigt. Und hier ist der Controller. Dadurch wird die Lambda-Sonde überwacht von der Temperatur und es wird erst aufgeheizt, wenn die Abgastemperatur so hoch ist, dass kein Kondenswasser mehr vorhanden ist. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Das wird natürlich später auch noch verbaut. Ich baue die Kamera auf und zeige euch natürlich den Ölwechsel, wie ich vorgehe. Ich habe den Wagen mittlerweile schon Betriebswagen gefahren. Wir werden hier meinen Adapter demontieren müssen, für den Ölfilter auszubauen. Und ja, normalerweise sauge ich mein Öl ab mit einer Pumpe. Ich lasse das heute mal klassisch von unten ab. Und ja, let's go. Sieht gut aus. Jetzt seht ihr mal kurz hier drin, dass der abtropfen kann. Ja, und dann lassen wir jetzt mal das Öl ab. Udeli, ich bin jetzt unterm Auto. Ich werde hier noch den Unterboden hier abbauen und hier noch das Blech. Normalerweise muss man nur die Wartungsklappe öffnen, aber ich tausche nachher noch die Lambda-Sonde und ja, von daher muss das sowieso ab.
Ja, ich habe hier leider eine unschöne Ölleckage. Die habe ich auch noch nicht lokalisieren können. Ja, aber ich, heute ist Samstag, ich fahre am Dienstag nach Paderborn zu T21 Industries zum Abstimmen und mache montags noch einen Abstecher bei KJ Mobil und dann schauen die Jungs mal, ob sie das noch nachbessern können. So, dann werde ich jetzt schnell den Unterboden demontieren, werde das Öl ablassen und ja, dann machen wir einen Schnelldurchlauf und ja, dann kommt es zum Befüllen, Landersonden tauschen und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fertig für heute. Die Leckage unten ist die Ölwanne. Es ist nicht viel, aber mit der Zeit tropft es halt schon. Also hier sieht man schon Tropfenbildung hier hinten, wo das Getriebe an den Motor geflanscht ist. Da hängen auch schon Öltropfen. Ja, die Frage ist jetzt, wo kommt's her? Von oben? Hier kann man eine Spur erkennen. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, Toni und die Jungs werden das Ganze beheben können. So, ich habe die Ölschraube mittlerweile wieder drin. Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen sauber und dann kommt hier die Landersonde noch raus. Dazu werde ich den Wagen anheben müssen. Muss hier den Motor unterbauen. Ich muss etwas höher kommen für in diese Nut und dann kann ich die Lambda-Sonde auch ohne Probleme wechseln. Heute Lambda mittlerweile getauscht und damit ihr mal seht, wo die sitzt. Hier dazwischen. Ich gucke euch mal, ob ich euch das leuchten kann hier. Und dann sieht man sie. Ich zoom's ran. Ja, ist nicht so einfach zu tauschen, aber ist jetzt mittlerweile das dritte Mal und so langsam weiß ich, wie es geht. Dann machen wir jetzt noch den neuen Filter rein, die Dichtungen, den Adapter. Der Adapter kommt wieder drauf. Den werde ich noch genau ausrichten, wie er sein muss. Ich werde mir hier vorne an das Frontblech noch einen Schutz machen, dass die Leitung nicht scheuert. Ja, für alle, die auch vielleicht vorhaben, ihr BMW Z4 oder den 3er mit einem Ölkühler nachzurüsten. Ich habe hier einen 13 Rippen Ölkühler. Ich weiß nicht, ob man das erkennt hier drin. Da habe ich mir eine Halterung gebaut an die Originalaufnahmepunkte. Habe dann die Stahlleitungen hier geholt. Das ist ein -10er-Schluss. Diesen Adapter habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber das ist auch ein Motorsportartikel.
Vor 5 Jahren war der noch nicht zugänglich. Mittlerweile kriegt ihr den eigentlich im Netz nachgeschmissen. Ihr müsst aufpassen bei dem 2,5er und 2,8er Motor passt das hier. Bei dem 3 Liter ist die Ansaugbrücke etwas größer und dann bekommt ihr Probleme mit dem Adapter oben drauf. Dann könnte es sein, dass ihr den etwas abdrehen müsst oder der Hersteller hat das mittlerweile erkannt, das hatte ich damals auch schon reklamiert und hat da dementsprechend nachgebessert. Ihr habt oben auch noch Anschlüsse für Öldruck und Öltemperatur, aber das wird hier sowieso hier hinten hinter dem Ölfilter bei mir, sieht man jetzt nicht, hier hinten dran ist ein Öldruckschalter, da wird der Öldruck gemessen und auch gleichzeitig die Temperatur, das liest das Fahrzeug sowieso automatisch ab. Ja, wie gesagt, ich baue jetzt alles zusammen. Ja, Leute, in Sachen Öl auffüllen brauche ich euch ja sicher nichts zu erzählen. Ihr solltet natürlich wissen, wie viel Liter Öl in euer Fahrzeug kommt. Bei dem M54 B30 sind das, glaube ich, 6,25 Liter. Das ist bei mir jetzt nicht so wichtig, da ich durch den Kompressorumbau und den Ölkühler noch bedeutend mehr Öl einfüllen muss, um die 8 Liter, 8,5 Liter, ich weiß das nicht so genau. Und ich taste mich dann langsam ran. Ich werde erst 7,5 bis 8 Liter auffüllen und dann werde ich über den Ölpellstab kontrollieren, den Wagen dann mal laufen lassen, bis der Ölfilter sich füllt, dann nochmal kontrollieren und dann bis zum Maximalfüllstand auffüllen. Ablaufen kann, muss ich noch schnell den Luftfilter. Kann man das erkennen? Genau Maximum. Ich starte den Wagen jetzt mal.
Ich habe jetzt auch mittlerweile schon die Breitbandlampen da komplett eingerichtet. Aus Zeitgründen habe ich die Kamera jetzt nicht mitlaufen lassen. Ich zeige euch aber mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Also ich habe das hier außenrum verlegt, hier hinter Motor her. Hier hinten an den Original, das graue Kabel ist das, an den Originalklipsen festgemacht. Geht dann hier, wo der alte Soundgenerator vorher reinging in den Fußraum. Dort habe ich dann an der Gummitüle vorbei das Signalkabel reingesetzt und ja, habe mir dann hier ein Blechhalterung gekantet, wo ich das Ganze dann geklebt habe. Hier unten die Rundinstrumente sind aktuell nicht besetzt. Da kommt entweder links oder rechts die Steuerung von der Wassereinspritzung hinein und das andere ist dann noch frei. Da werde ich mir dann, obwohl die Wassereinspritzungsanzeige das schon anzeigt, noch eine Ladedruckanzeige verbauen. Dann ist das hier voll, ist optisch schön gestaltet. So, wenn ich das Ganze jetzt anschalte, kommt einmal Batteriespannung, dann wird angezeigt 4.9 oder ADU für ADV, welche Form von Lambda-Sonde verbaut ist. Die drei Striche bedeuten, dass die Smart-Aufwärmfunktion aktiviert ist. Ansonsten würde hier noch ein H stehen für Heating, also zum Aufheizen. Das kann man nutzen, wenn die Lambda-Sonde nicht dauerhaft verbaut bleiben soll. In dem Fall wird jetzt kontinuierlich der Temperaturbereich der Lambda-Sonde gemessen und erst wenn die Abgase so warm sind, dass kein Kondenswasser entsteht, ist die Anzeige erst funktionsfähig. Ich werde da jetzt gleich noch eine Probefahrt machen und ja, nehme ich auch nochmal mit und dann war es das eigentlich schon für heute. Dann bringe ich den Wagen nächste Woche zu abstimmen und ja, wird euch berichten. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin's jetzt schon. Wir machen jetzt eine Probefahrt. Meine liebe Frau hält die Kamera. Wir gehen jetzt noch einkaufen und ja, mittlerweile haben wir schon Betriebstemperatur, Öl ist warm, Wasser ist warm. Füll mal bitte die Anzeige. Ich steige jetzt mal kurz auf. 12:35 wäre 0:84. Also wie man sieht, läuft der Wagen eigentlich noch viel zu fett. Aber wie gesagt, der wird ja neu abgestimmt. Ja, wir gehen jetzt erstmal kaufen und ja, wie gesagt, bleibt am Ball. Wünsche ich alle frohe Ostern. Abonniert